Hallo, und da bin ich auch schon wieder. Immer noch im Höhlensystem. Wenn ich mich recht erinnere, standen hier auch ein paar Monster in der Gegend rum. Richtig. Ja, ich habe einen Kommentar von jemand, der sich die Olle Socke nennt. Da musste ich direkt ein Weilchen drüber nachgrübeln, ob das wohl ein männlicher oder ein weiblicher Zuschauer bzw. Zuschauerin ist, denn Socke ist ja weiblich. Andererseits habe ich dann überlegt, welches Mädchen würde sich denn Olle Socke nennen. Aber gut, lieber oder liebe Olle Socke, da dich die Geschichte von der brennenden Lok interessiert, werde ich die mir heute auch erzählen. Und das war auf der Hinreise nach Russland. Ich hatte ja schon gesagt, dass in meinem Studium 10 Monate Aufenthalt in damals noch in der Sowjetunion gehörten. Ja, wir fuhren ja von Berlin über Warschau nach Brest, wo ich das erste Mal ausstieg, um mir anzugucken, wie die Spurerweiterung vorgenommen wird. Auch sehr spannend. Allerdings, naja, so technischer Kram halt. Aber gut, hat mich damals interessiert. War mitten in der Nacht, die anderen haben mich schlafen, während wir da in Brest standen und die breiteren Spuren bekamen. Also, naja, ist auch egal. Ja, und dann... Fackeln. Von Brest ging es dann weiter in Richtung, ich weiß gar nicht mehr, Kiew, glaube ich. Guten Tag, Skelett. Möchtest du mit mir tanzen? Nein, möchtest du nicht. Kommst du mal hier rum. In Richtung Kiew. Und irgendwo auf dem Weg blieb unser Zug dann plötzlich... Ah, da gefunden. Was ist der Sound? Was ist der Sound? Hör ich den Sound? Oh, Baby-Sound. Langnasen-Zombie. Na komm doch. Ja, da blieb also der Zug dann stehen. Und wir wussten nicht warum. Also so unmotiviert auf freier Strecke. Und es begann ein großes Hin- und Hergerenne. Die Dejournayas, so eine Art Stewardess für Züge. Also in den russischen Zügen fuhren ja immer, nicht Stewardessen, aber halt diese Dejournayas mit, die Tee kochten und für Sauberkeit sorgten. Naja, man war ja auch ewig lange unterwegs in Russland, von einem Ende zum anderen. Oder damals noch Sowjetunion, da war es ja noch ein bisschen größer. Das dauert schon mal. Und da muss auch jemand mal, ja, da sein, der die Gäste betreut. Na jedenfalls rannten die Dejournayas wie aufgescheucht wieder durch die Gegend. Manu. Sag mal, was hat euch denn hier so mutig gemacht? Die Dejournayas rannten wie aufgescheuchte Hühner durch die Gegend. Also jetzt nicht so wie Hühner, eher wie aufgeregte Menschen. Und stellte sich heraus, dass sie die ganzen Feuerlöscher aus dem Zug nach vorne in Richtung Lok schleppten. Zuerst durften wir gar nicht aus unseren Abteilen raus, weil sie ja immer noch hin und her gerannt sind und uns dann angebrüllt haben, wir sollen wieder zurück in unser Abteil. Aber neugierig wie wir waren, sind wir dann auch irgendwann ausgestiegen und wir sahen, dass die Lok brannte. Irgendjemand erzählte auch diesen, nun ja, typischen Witz über das Tauschen von Loks, dass man in Russland ja immer damit rechnen muss, dass die Lok mal eingetauscht wird. Gegen Wodka oder irgendwas anderes und man dann halt auf freier Strecke rumsteht. Wir dachten dann zunächst, dass unsere E-Lok gegen eine Dampflok getauscht worden sei, denn es stieg sehr viel Dampf auf. Ja, nach unten ist immer gut. Gehen wir mal nach unten. Dunkel. Aber natürlich hatte niemand uns
die Lok vertauscht, sondern einfach nur. Ja. Hallo, Baby-Zombie. Hm, bist du wieder niedlich? Und wer hat dir ein Schwert gegeben? Sag mal, dürfen Zombie-Kinder schon mit Schwertern rumlaufen? Ist ja wohl ein Ding. Oh, guck mal, wie tot ich schon wieder bin. Ja. Erstmal schützend. Oh, jetzt habe ich nicht mehr genug Steine dabei. Schützend einmauern. Um mal die Geschichte zu Ende zu bringen. Und ein bisschen Licht mache ich euch auch noch. Ja, also natürlich hatte niemand unsere E-Lok gegen eine Dampflok vertauscht. Sie brannte halt nur, die E-Lok. Irgendwo, auf freier Strecke, zwischen Brest und Kiew, glaube ich. Was ziemlich weit ist. Also es ist jetzt nicht gerade so um die Ecke, wie bei uns. Das ist schon ziemlich weit. Und brauche ich Redstone? Nehmen wir einfach mit. Oh. Kostet ja nichts. Außer ein bisschen Spitzhacken-Material. Ja, und da standen wir dann halt eine Weile rum, bis die Lok ausgetauscht war. Und eine Weile, damit meine ich lange. Ja, das war die Geschichte von der brennenden Lok. Wir kamen dann auch mit reichlich Verspätung in Kiew. Ja, doch, ich glaube, es war Kiew. Ich glaube nicht, dass wir über Moskau gefahren sind. Oder sind wir über Moskau? Nee. Auf der Rückreise sind wir über Moskau gefahren. Hin sind wir, glaube ich, über Kiew gefahren. Sehr schöne Stadt, Kiew. Ja, schon wieder abgeschweift. Aber unser Anschlusszug, der uns dann nach Rostov bringen sollte, der wartete auf uns geduldig. Der fuhr wahrscheinlich nur einmal die Woche, keine Ahnung. Ja, Russland, das war schon ein Abenteuer. Aber ich war gerne da. Also nicht, dass man jetzt denkt, dass ich da vielleicht das Leben nicht gemocht hätte. Was mich nur gestört hat, waren halt diese Beschränkungen, die man uns da auferlegt hat wegen... Hallo? Wo kommt diese Fackel her? Ah. Okay. Ja. Jetzt mal ein Creeper explodiert, würde ich sagen. Oh. Aha. Ja, ja. Ach, guck mal, schon wieder so ein Baby. Oh, was kein Schuss ist da. Nicht alle kleinen Zombies auf dem Spielen. Ja, Russland war eigentlich, so im Nachhinein betrachtet, ziemlich... Guck mal. Alter, war noch was fleißig. Ja, Mama Zombie auch. Ob die so aggressiv sind, weil es keine Weibchen dafür gibt? Oh, noch ein Langnasen-Zombie. Ja, stellt euch alle mal schön hinten an hier, ja? Dann kann jeder mal geschlagen werden. Ja, ob die wohl friedlicher wären, wenn sie eine Frau hätten? Man weiß es nicht. Oh, da hängt noch einer rum. Aber erstmal was essen. Und dann wollen wir ihn mal kitzeln. Und du kommst ja noch auf den Huhn an. Ein Huhn. Du darfst leben bleiben, Hühnchen. Ja, Russland. 10 Monate. Das letzte Abenteuer unserer Zivilisation. Naja, vielleicht auch nicht. War schon spannend. Junge, Junge, hab ich heute wieder Blödsinn erzählt über die Zombies und die Creeper hier? Die sind doch nur programmiert worden. Die müssen einfach so sein.
Egal, ob mit oder ohne Frau. Ja, hast du eine Frau? Deshalb bist du jetzt angelatscht. So. Habe ich... Ach ja, Huhn. Oh. Creeper. Ja. Gibt's nicht eine andere Methode, um schnell mal einen Diamanten zu finden? Könnten ja auch auf Bäumen wachsen, die Dinger. Und immer diese losen Enden. Hier war ich noch nicht. Oho, dunkel. Oho. Noch mehr dunkel. Wo war das Wasser? Hier. Okay, hier gucken wir noch schnell rein. Na, auf eine Minute mehr oder weniger kommt es ja auch nicht drauf an. Gut. Ende. 10 Minuten um. Und ihr wisst ja, immer schön wissbegierig bleiben. Und alles hinterfragen natürlich. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.